Die Frage ist, wie geht es weiter mit der historischen Häuserzeile in der Oberamteistraße in Reutlingen? Das denkmalgeschützte Ensemble ist einsturzgefährdet. Eine grundlegende Sanierung soll die Rettung bringen und so die ehrwürdigen Gebäude der Öffentlichkeit wie in einem Freilichtmuseum zugänglich machen. Eine entsprechende Vorlage sollte schon am Donnerstagabend beraten werden, verschwand dann aber kurzfristig wieder von der Tagesordnung. Oberbürgermeisterin Busch sah noch Klärungsbedarf. Diesen gibt es auch tatsächlich. SPD, FDP und Freie Wähler wollen, dass sich die Stadt selbst um die Sanierung kümmert. CDU, Grüne und die Wir-Fraktion dagegen beabsichtigen, die GWG damit zu beauftragen. Die Oberamteistraße 28 bis 32, die älteste Häuserzeile Reutlingens und eine der ältesten in Süddeutschland. Dazu eines der wenigen Gebäude, die den Reutlinger Stadtbrand überstanden haben. Derzeit wird es von starken Holzstämmen gestützt, denn die Gebäude sind einsturzgefährdet. Eine Maßnahme, die laut CDU-Gemeinderatsfraktion nicht nötig gewesen wäre, hätte man ihren Antrag vor 10 Jahren angenommen. Die CDU hat am 13.11.2006 bereits den Antrag gestellt, das Ganze an die GWG zu übertragen. Das ist jetzt schlappe 10 Jahre her. Und wenn man das damals gemacht hätte und wenn die Mehrheiten damals der CDU gefolgt wären, dann hätte man vor 10 Jahren schon mit der Sanierung der Oberamteistraße beginnen können. Auch jetzt will die CDU die Sanierung der GWG übertragen und steht damit nicht allein da. Auch Grüne und Wir-Fraktion beteiligten sich an der Pressekonferenz. Ihnen gegenüber stehen SPD, FDP, Freie Wähler und Linke. Rettet die Oberamteistraße, so die gemeinsame Mahnung dieser Fraktionen. Sie sind der Ansicht, wenn die Stadt es selbst erledigt, geht's schneller. Es wird darauf berufen, dass man keine Zeit mehr verlieren dürfe. Das ist faktisch richtig. Aber der Zeitstrahl ist genau der gleiche, ob es die Stadt Reutlingen oder die GWG macht. Beide haben nicht das Know-how und beide müssen sich dieses Know-how einkaufen. Auch sei es mit der Stadt nicht günstiger als mit der GWG, denn von den GWG-Gewinnausschüttungen kämen bei der Stadt durch einen Zweitgesellschafter und nach Steuern nur 65% an. Vor allem aber warnen die 3 Gemeinderatsfraktionen vor politischen Scharmützeln. Dafür eigne sich das Thema nicht. Die Gebäudezeilen retten wollten alle Stadträte. Das ist ein Thema, was uns alle angeht und keiner von uns muss sich nachsagen lassen, dass ihm das Thema nicht unter den Nägeln brennt, dass da was gemacht werden muss. Es ist eine Auseinandersetzung um den Weg, um den sachlichen Weg. Wie geht es am günstigsten, wie geht es am besten? Und ich sehe wirklich überhaupt keinen Grund, dass dermaßen, wie gesagt, so eine Streitfront aufgebaut wird. Das stört mich am allermeisten. Bleibt es bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen, wird der Gemeinderat sich knapp für die GWG entscheiden. CDU, Grüne und Wir-Fraktion haben gegenüber den anderen Fraktionen im Gemeinderat eine Mehrheit von einer Stimme.